Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr da seid. Ja, und Thema ist, wie gehen wir mit der aktuellen Zeit am besten um? Was bringt die aktuelle Zeit uns? Wie können wir für uns den besten Weg darin finden? Und ja, eigentlich ist alles ganz einfach. Denn die geistige Welt hat ja schon immer gesagt, alles, was du benötigst, trägst du in dir. Und dazu gehören nicht nur die Fähigkeiten, so wie wir das früher oft interpretiert hatten, sondern da gehört auch einfach deine göttliche Flamme dazu, die Anbindung und Zugehörigkeit zu Gott. Und das ist wirklich so. Die Zeit jetzt, gerade was alles draußen geschieht, dass die persönlichen Freiheiten so sehr eingeschränkt werden, sind eigentlich ein Segen. Ein Segen für uns, denn wir haben dadurch Zeit, uns mehr mit uns selbst zu beschäftigen, uns einfach darauf zurückzubesinnen, dass wir hier drin die Verbindung zu Gott tragen. Und das hat ein jeder Mensch, egal in welcher Religion, das ist völlig egal. Und wenn man natürlich sich jetzt sehr darauf orientiert, im Außen zu suchen oder sich nach den äußeren Dingen zu richten, dann ist es im Moment sehr schwierig, weil ja im Außen so sehr viel Negatives geschieht. Und dieses Negative bringt natürlich einen schnell aus der Mitte. Viel einfacher wäre es, wenn man wirklich sich darauf konzentriert, was wir in uns tragen, also auf die Liebe, auf den Frieden und auf die Kraft, denn wir haben das alle in uns. Das Einzige, das Allereinzigste, was uns davon trennt, ist der Verstand. Ja, weil der Verstand kann mit diesen wundervollen Dingen nicht so viel anfangen und dadurch ist es so für manche Menschen, die noch nicht gewöhnt sind, mit dem Spirituellen zu arbeiten, die noch nicht in diesem, sag ich mal, Erwachensprozess drin sind, die suchen ja meistens im Außen und nehmen auch das Unerklärliche nicht so an, weil der Verstand dieses immer wieder blockiert. Für uns Spirituelle und für alle, die im Moment sich in der Aufwachphase befinden, wird dies immer mehr deutlicher. Völlig egal, was geschieht. Es geschieht in einem Plan. Also es wird nichts auf der Welt oder im Universum geschehen, was nicht von der großen Weisheit Gottes geplant ist. Und von daher hat es so eine tolle Sicherheit für uns, wenn wir das wissen und uns in dem Moment auf die innere Kraft, auf die Liebe und auf den Schutz aus der göttlichen Energie konzentrieren. Denn dadurch sind wir gefestigt und dadurch können wir uns immer mehr erkennen und halt auch erwachen. Je mehr wir das erkennen, je mehr wir uns auf unsere inneren Werte konzentrieren, umso einfacher wird es sein, durch diese Zeit durchzukommen. Je mehr wir uns nach außen orientieren und vielleicht in den Kampf gehen, in diese Kontroverse, in dieses Hin und Her, in das Negative praktisch, umso weiter kommen wir von dem Weg, von dem Göttlichen ab. Das ist etwas, was man wissen sollte. Und je mehr man also das Innere entdeckt, umso einfacher kommt man durch diese Zeit hindurch. Und Lichtarbeiter, wir sind alle Lichtarbeiter.
Sonst würdest du jetzt gerade du diese Sendung nicht anschauen. Wir sind alle Lichtarbeiter und wir wissen, dass das Licht die größte Kraft hat und uns auch die größte Kraft gibt. In diesem Falle, wenn also diese Situation, wie sie jetzt gerade ist, wo tatsächlich die Menschen sich nicht mehr so sehr im Außen treffen können, bleibt ja viel mehr Zeit übrig, wo man sich auf sich selbst besinnen kann, könnte, sollte. Und es reicht ja, man muss das nicht extra lernen. Es reicht einfach, schon mal in die Stille zu gehen und auf diese wundervolle Stimme zu hören, die auch jeder Mensch trägt, die göttliche Stimme, die einfach zuerst nur mal sagt, ich liebe dich, die Seele. Und wo du auch antworten könntest, ich liebe dich, meine Seele. Und ich vertraue, ich weiß, dass das, was jetzt geschieht, eben zu dem Plan gehört. Und ich gehe mit, ich bin hier, ich habe ja meiner Seele den Auftrag gegeben oder die Seele hat das beschlossen, genau an diesem Moment hier auf der Erde zu sein, um das mitzuerleben. Und egal, wie schwer es jetzt ist, egal, wie schwer es im Außen ist, wir gehen da zusammen durch. Und auch wenn man sich vorstellen könnte, dass das, was bis jetzt geschah, vielleicht nur eine Übung war. Vielleicht kommt es ja sogar noch krasser, weil eben der Rest der Menschheit auch noch irgendwie aufwachen könnte dadurch, also dass da eine Chance nochmal ist, dass die Menschen noch weiter, noch mehr aufwachen und dadurch, durch dieses Aufwachen hier im Herzbereich, so eine riesengroße Kraft entsteht und dieses große Licht leuchtet, was ja dann aber auch alle Menschen verbindet. Und darum geht es, dass die Menschen erkennen, wir sind alle zusammen, wir sind eine Einheit, man kann uns nicht trennen. Trennen geschieht immer dann, wenn man im Außen sucht. Wenn man sich zu sehr auf das Negative stürzt und vielleicht dagegen ankämpft, sich dauernd mit diesen negativen Dingen beschäftigt. Ihr wisst ja sicher, die Resonanz folgt der Aufmerksamkeit. Also je mehr man zum Beispiel jetzt das Negative beachtet, dem Aufmerksamkeit schenkt, umso größer wird das Negative auch für einen selbst. Und das ist ja vielleicht gerade das, was wir nicht möchten. Und von daher ist diese Zeit jetzt, es passt auch zur Jahreszeit, es fängt die Zeit an, die Zeit der Stille, der Einkehr, und die Energien sind da und sie werden ja auch von der geistigen Welt so geschickt, dass ein jeder Mensch, wenn er es nur möchte, damit in Kontakt kommen kann und sich innerlich neu ausrichten kann. Und das ist einfach ein ganz großes Geschenk. Ich finde, wenn man das so betrachtet, ein Geschenk zum Guten hin. Und egal, welchen Menschen es jetzt wie trifft, es ist im göttlichen Plan so vorgesehen. Und von daher kannst du oder könnte jeder eigentlich beruhigt sein, wirklich beruhigt sein, denn es ist nichts Falsches, es ist bloß ein bisschen schwierig. Und vielleicht gehörst du ja dann auch zu den Menschen, denen das nicht mehr so viel ausmacht. Ja, zu den Menschen, die da durch diese aktuelle Situation in Leichtigkeit durchgehen. Es reicht das Wiedererkennen von Gottes Nähe. Es reicht es auf sich selbst, sich besinnen auf sich selbst und das innere Licht zu stärken und auszubauen. Das ist eigentlich alles. Und das sind die ganz vielen schönen Schritte, die zum Erwachen führen, das eigene Licht stärken. Das ist für mich das Thema durch diese Zeit durchkommen und vorbereitet zu sein auf das, was noch kommt.
Dieses Vorbereitetsein heißt für mich zu wissen, dass ich ein Teil von Gottes Liebe bin und dass jeder andere das auch ist und sich jeder andere auf diesem Weg des Erkennens von hier nach hier sich da irgendwo befindet und die Chance hat, durch diese Zeit das immer mehr zu fühlen, um dann auch wirklich vorbereitet zu sein. Wenn man jetzt vielleicht sein Leben anders ausgerichtet hat, sag ich mal, zuerst das Berufliche, die Karriere vorangestellt hat und sich um das Spirituelle noch nicht so gekümmert hat, dann hat man ein bisschen mehr aufzuholen. Und es ist gar nicht mal so unüblich, dass man das so macht. Ich selbst habe das auch schon mal so gemacht, ist aber schon lange her. Da habe ich tatsächlich die geistige Welt und alles, was damit zusammenhing, die Engelbotschaften, habe ich gesagt, ich mach da jetzt mal eine Pause und mach das erst später. Und habe dann ungefähr 10 Jahre lang nichts Spirituelles gemacht, in Anführungsstrichen. Schon ein bisschen, aber eben nicht so intensiv. Und habe aber dann selbst wieder angefangen, durch schwierige Situationen in meinem Leben. Und das ist jetzt auch wieder so eine Chance für viele andere Menschen, durch diese schwierigen Situationen zu erkennen, dass es noch viel mehr gibt auf der Erde, zu erkennen, dass Gottes Nähe immer da ist, schon immer da war und niemals mehr weggehen wird. Und das lege ich euch so sehr ans Herz. Fangt an, besinnt euch auf die inneren Werte und entdeckt die Spiritualität, entdeckt euch selbst. Die geistige Welt ist da zum Unterstützen und gerade jetzt ist die Zeit dafür. Es ist die Zeit des Aufwachens. Und so lasse ich also auch mein Licht strahlen und habe mir vorgenommen, für diese schwierige Zeit für euch öfters da zu sein und eben öfters Videos zu posten, weil damit über diesen Kanal kann ich mit euch sprechen und ihr hört mich dann auch. Und trage so dazu bei, dass ich das Licht vergrößern darf. Man kann natürlich auch, wenn du jetzt sagst, wie soll ich das denn dann weitermachen? Ich möchte ja auch dazu beitragen, dass die Menschen erwachen und dass sie eben entdecken, dass die wundervollen Werte alle hier im Herzen, in der Seele liegen. Das kann man auch im ganz kleinen Rahmen und ganz leicht tun. Es reicht doch, oder es ist ein Beginn, wenn du die Menschen anlächelst. Ja, und das kann man auch mit den Augen, durch die Augen, diese Liebe strahlen lassen und lächeln. Einfach um zu sagen, ich hab dich lieb vielleicht oder ich nehme dich so an, wie du bist und hab keine Angst, alles ist gut. Wir gehen dadurch, lächle einfach und lass durch dieses Lächeln das Lächeln deiner Seele durchschimmern und auch deine Liebe durchschimmern. Und dann fühlen nämlich die Menschen was. Und ich finde, das ist so eine ganz kleine Kleinigkeit und die kann jeder von euch, die kann man im täglichen Leben eigentlich überall einbauen und auch freundlich und lieb und hilfsbereit zu allen Menschen sein, um zu zeigen, dass es eben auch noch was anderes gibt als wie die Angst. Ja, und dadurch mit dieser Liebe und mit diesem Lächeln kommt schon mal eine ganz andere Energie in die Situation. Und das kann man durchaus auf der Straße, überall kann man das tun beim Einkaufen, überall, wo man Menschen trifft. Und so kann dann jeder Einzelne für sich gucken, wie nutze ich jetzt die Situation, wie trage ich dazu bei, dass das Licht sich ausbreitet und dass die Menschen eben das auch erkennen. Denn ich habe ja vorhin schon gesagt, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und je mehr Aufmerksamkeit wir dem Guten schenken, umso größer wird das Gute werden. Genauso ist es auch umgekehrt. Je mehr Aufmerksamkeit wir dem Negativen schenken, umso stärker wird die negative Seite. Und das will ja niemand. Aber das geschieht, wenn du täglich die Nachrichten hörst, wenn du diese Debatten anhörst und dich immer wieder mit den negativen Nachrichten eben befasst. Dadurch verstärkst du oder man
ja, die negative Seite. Und das ist eigentlich das Falsche, wenn man für das Licht ist. Also, ich lege euch das alles in euer Herz, in eure Hände. Und ich wünsche mir so, dass das, was jetzt gerade geschieht, für viele Menschen einen Erwachenseffekt bringt und dadurch das Licht noch viel, viel stärker wird. Und jetzt kommt auch gleich noch eine Botschaft für euch. Und ich muss aber erstmal schnell was trinken, weil von dem vielen Sprechen, da bekomme ich schnell meinen trockenen Mund. Ja, und dann habe ich auch schon mal ein bisschen Auraspray vorbereitet. Das ist die 999. Und die Fülle. Diese zwei sind gerade meine Favoriten. Es ändert sich immer mal ein bisschen. Und oh ja, ich spüre schon, wie es einfließt. Ich wünsche euch ganz viel Kraft und Freude und ganz viel Licht, wenn ihr jetzt gleich zuhört. Ich rufe die Kugel des Schutzes für alle Anwesenden. Ich rufe die Kugel des Schutzes für mich selbst und für uns alle. Und so fühle ich bereits, wie diese Energie sich ausdehnt und uns umhüllt. Nun beginne ich mich einzustimmen und auszurichten. Ich rufe die Energie von Jesus. Ich rufe die lichtvolle, bedingungslose Liebe und die erlösende Energie von Jesus. Und in diesem Moment strömt ein. Die allerhöchste Energie der Wirklichkeit aus den Gedankenfeldern von Gottes Nähe und Jesus betritt diesen Raum. Er breitet bereits seine Hände aus. Und er begrüßt dich, geliebte Seele, mit dem Herzensgruß seiner Liebe. Spüre, wie die Energie zu dir fließt und spüre sogleich die Geborgenheit, welche dich umgibt. Denn es ist Jesus, welcher dir Kraft bringt, welcher zu dir sagt, mein allerliebstes Menschenkind, ich bin für dich da. Ich führe dich auf dem Weg der Liebe durch diese Zeit. Und ich führe dich durch jedes Hindernis hindurch. Denn ich sehe, dass dein Licht leuchtet. Ich sehe, dass deine Seele sich danach sehnt, den Weg des Lichtes zu gehen und mich an der Seite schützend zu haben. Und mein allerliebstes Menschenkind, wenn du es erlaubst, nehme ich dich an die Hand und ich führe dich auf einen wunderbaren Platz. Dieser Platz ist etwas erhöht und du kannst von ihm aus nach unten blickend die Erde betrachten. Und zwar siehst du die neue Erde. Du siehst die Erde, nachdem
all das, was jetzt gerade geschieht, abgeschlossen ist. Und du siehst strahlendes Licht, sehr viel Freude und Liebe. Vielleicht ist es dir möglich, deine eigenen Bilder zu empfangen. Und so lasse ich dir ein wenig Zeit. Betrachte die neue Erde. Betrachte die Menschen und fühle die Energie, diese kraftvolle Energie, und spüre, dass die Menschen erwacht sind . Spüre das Licht, dieses große helle Licht. Und jetzt führe ich dich an die Stelle, wo du dein Zuhause erblickst, wo du die Menschen erblickst, welche bei dir sind, und du darfst ihnen jetzt mit meiner Hilfe sehr viel Liebe senden. Sende Liebe und sende Licht. Jesus hilft dir dabei. Es ist das Licht der Erinnerung an Gott, was wir jetzt zusammen senden. Es ist das Licht der Göttlichkeit, die dir sagt, du bist niemals allein. Du bist immer ein Teil vom Großen und Ganzen. Dieses Licht fließt jetzt zu deinen Lieben. Und du kannst sicher sein, dass dieses Licht genau an die Stellen zu deinen Lieben fließt, wo es willkommen ist und wo es von der Seele aufgenommen wird. Vertraue, dass alles, was geschieht, richtig ist. Und vertraue auch, dass die geistige Welt immer bei dir ist. Ich, Jesus, bin heute der Bote der geistigen Welt. Ich bin der Bote meines Vaters, um dir zu sagen, dass das Licht der Liebe ewig leuchten wird. Und ich bin da, dir zu sagen, dass Gottes Liebe dich immer begleiten wird. Und so lasse dich ein wenig in diese Energien fallen und spüre, wie alles, was noch hinderlich war, was dich vielleicht belastet hat, wie all dies nun von ganz allein wieder von dir abfließt und sich das reine Licht der Liebe in dir ausdehnt. Und spüre Gottes Nähe, spüre Gottes Licht und erinnere dich an das, was du in Wirklichkeit bist, ein helles Licht der Liebe. Und so streiche ich dir über deine Haare. Ich sehe dir in deine Augen. Und ich sehe deine Seele, wie sie sich entspannt hat und kraftvoll in Liebe und Licht leuchtet.
Und nun führe ich dich wieder zurück in deine Räumlichkeiten, an den Platz, wo du zu Hause bist auf der Erde. Und du weißt ganz tief in deinem Herzen, dass ich immer bei dir bin und dass Gottes Nähe dich mit Liebe umhüllt. Und dann komme du wieder langsam in das Hier und Jetzt zurück. Spüre noch ein wenig die Liebe und spüre auch die große Kraft, welche sich in dir ausbreitet, denn das Licht, das göttliche Licht, leuchtet hell in dir. Und du weißt genau, alles, was du benötigst, trägst du in dir. Ja, meine Lieben, das waren die Worte von Jesus, sehr tröstend und sehr aufbauend. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr sehr gut durch diese Zeit kommt und auch das Licht in euch immer weiter wachsen darf. Ich habe euch alle sehr lieb. Und wünsche euch eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Video, bis zur nächsten Botschaft.